So, herzlich willkommen zur Vorschau auf den zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wenn ich noch immer lache, dann liegt es allein daran, ja, man nennt das Galgenhumor. Ich meine, so schlechte Ergebnisse wie am ersten Spieltag, ja, das ist eben, ja, dann natürlich schwer, auch jetzt hier weiterzumachen oder dann, dass man dann sagt, ja, dem Mann höre ich weiter zu, ne, wenn jemand eben einfach daneben liegt mit seinen Tipps. Wie uns dieser Rückblick auf den Spieltag und die Statistikanalyse gezeigt hat, waren die Tipps gar nicht so schlecht. Und es waren eben mit Freiburg, Augsburg, X theoretisch halt auch ein paar weitere Tipps möglich, die einen da aus dem Schlamassel gezogen hätten. Und sowohl Wolfsburg als auch Leipzig waren, Leverkusen waren relativ nah dran an den fairen Quoten. Das heißt also, ja, mit ein bisschen guten Willen hätte man da auch bessere Tipps haben können oder noch ein paar hinzunehmen können. So, und jetzt trotzdem müssen wir ja dann eben weiterschauen, beziehungsweise also wer jetzt eben noch den Spaß daran hat. Ich denke mal schon, dass man es hat, natürlich die Fußball-Bundesliga auch zu gucken. Wenn man jetzt was mitgetippt hat und verloren hat, dann ist man natürlich auch frustriert. Und ja, dann muss man sich eben gut überlegen. Das muss man aber sowieso immer in ersten Spieltagen. Ein Kommentar lautete ja auch, ja, ist es nicht am Anfang immer schwieriger? Ich kann bloß darauf immer antworten, ja, natürlich ist es schwierig, aber es ist eben auch für jeden anderen Marktteilnehmer, also der die Quoten zum Beispiel anbietet, genauso schwierig. Also sprich, er weiß ja auch noch nicht, wie sich die Mannschaften präsentieren werden, ne? Ich habe jetzt in vielen Ligen auch den Saisonanfang verfolgt. Dann sieht man immer die neuen Gesichter, dann sieht man natürlich auch, wie sie spielen. Und manche sind natürlich dann auch tolle Neuverpflichtungen, will man gar nichts gegen sagen. Bloß es sind ja auch immer Spieler abgegangen, beziehungsweise sind halt andere nicht mehr auf dem Platz, die vielleicht eben auch Leistungsträger waren oder was auch immer, ne? Da muss ich das ja immer erst auch ein bisschen zusammenfügen. Aber gut, wir versuchen jetzt eben trotzdem weiterzuschauen. Und hier haben wir jetzt also am zweiten Spieltag haben wir ein ganz klassisches zu beobachtendes Phänomen. Das ist eben so, wenn ich nur ein Ergebnis habe, dann ist das für mich sozusagen entscheidend als Kriterium. Es gibt eben nur das eine Spiel. Und das heißt eben, Leipzig hat verloren, Stuttgart hat 5-0 gewonnen, jetzt dürfen wir Leipzig spielen. Das ist also eine ganz logische Konsequenz. Und es kann aber sein, dass der Kurs auf Leipzig sowieso auch vorher schon etwas über fair gewesen wäre oder so etwas, ja. Aber ich will mal trotzdem jetzt ein bisschen Pluspunkte daran suchen. Also Stuttgart hatte einen sehr schwachen Gegner, nämlich Bochum, die wirklich gar nichts konnten in dem Spiel auf jeden Fall. Stuttgart mag sich ja auch gut präsentiert haben, trotzdem haben sie ja den prominenten Abgang vorne, ne, der noch kurz vor, also Endo, denke ich mal, der noch kurz vor Dings und so weiter, also jetzt gerade gewechselt ist halt. Und ja, es war im Heimspiel und so weiter. Und Leipzig haben wir ja positive Punkte. A, waren sie nicht schlechter in Leverkusen, was eigentlich bei einem, ja, gleich guten Mannschaft halt ein gutes Zeichen ist. 2 zu 3 war ein bisschen Pech. Und sie haben ja noch immer das 3-0 bei den Bayern auch in der Hinterhand. Also, ich habe eben hier Leipzig jetzt als Tipp. 1,50 ist eben nicht doll. Trotzdem für sie ist es natürlich jetzt sehr wichtig. Und auch da anzuknüpfen und Stuttgart können wir eigentlich noch gar nicht beurteilen, trotz der 5 Tore, die natürlich auch dann etwas übertrieben bewertet werden. Bei Freiburg gegen Werder sieht es so ähnlich aus. Werder hat sich eben ja schwach präsentiert, aber gegen Bayern schwach zu sein, ist jetzt, sagen wir mal, kein großes Wunder oder dazu gehört nicht viel, während Freiburg eben auswärts gewonnen hat und quasi an die letzte Saison angeknüpft hat. Und ja, dann können wir eben jetzt X2 spielen. Es ist nur ganz leicht, diese 4,08, 4,07, seht ihr ja. Trotzdem bin ich jetzt auf jeden Fall erstmal auf der vorsichtigen Seite und würde dann also auf jeden Fall X2 jetzt spielen und nicht nur etwa die 2, ne? Und ich denke eben, wie gesagt, Werder wird man jetzt anhand des 0 zu 4 noch nicht so ganz doll bewerten können. Es gab ja auch ein paar positive Momente. Das Abseits-Ausgleichstor und kurz nach der Pause, wo sie auch, naja, anderthalb Chancen vielleicht zum Ausgleich hatten, dann kann natürlich alles auch da nochmal anders kommen. Ne? Aber gut, ich würde hier jedenfalls Werder und Freiburg hat eben in Hoffenheim waren so gut, aber jetzt, ja, Hoffenheim war eben auch nicht überragend und naja, ein bisschen Derby und ein bisschen war es vielleicht auch Glück, denn am Anfang war ja Hoffenheim besser. Okay, also. Bei Köln gegen Wolfsburg ist eben auch, dass der Markt sozusagen ein bisschen zu klein ist, eigentlich auf die 1, aufgrund dieses guten, also da könnte man jetzt nur den Auftritt natürlich anführen, denn die haben ja verloren, während Wolfsburg ja gewonnen hat gegen Aufsteiger Heidenheim. Aber
Ich habe jetzt trotzdem nicht Wolfsburg angezeigt, weil ich dann, ja, Köln fand ich dann doch zu stark und Wolfsburg ist jetzt eben noch keine echte Standardbestimmung mit dem 2-0 gegen Heidenheim. Naja, also habe ich es jetzt mal weggelassen, da könnte man auch über X2 nachdenken. Ich finde den Kurs trotzdem auf Köln etwas zu klein. Bei Bochum gegen Dortmund, da wäre halt jetzt 1x angesagt. Das kann man ja auch eventuell vertreten, dass man jetzt sagt, Bochum, Moment mal, und das erste Spiel und gerade Heim. Waren sie ja letzte Saison auch sehr gut und Dortmund war ja eigentlich gar nicht so gut und so weiter, ne? Aber trotzdem, dafür war mir jetzt Bochum einfach ein bisschen doch zu blass, farblos, schlecht, dass ich ihm sage, nee, also möchte ich jetzt nicht. Und naja, aber da können wir uns auch gerne überraschen lassen, dann eben von einem erfreulichen Auftritt von Bochum. Also würde ich mich freuen. Aber wenn ich es jetzt hier nicht ausgeschrieben habe, die Gründe habe ich genannt. Das wäre eben auch eine Indikation. Heidenheim gegen Hoffenheim, das wäre jetzt aus meiner Sicht nicht ganz logisch, dass es angezeigt ist. Da könnte man einzig argumentieren, dass eben Heidenheim jetzt erstmal mit 0-2 gestartet ist, eben in Wolfsburg, wo man dann sagt, naja, Moment, Heidenheim kennen wir gar nicht den Namen und das ist dann halt nichts für die Bundesliga so ungefähr. Ich würde sagen, so schlecht war die Leistung auf keinen Fall. Erster Heimspiel wird auf jeden Fall jetzt auch nochmal der Support da sein, das ist ganz sicher. Und Hoffenheim hat ja immerhin das Spiel verloren. Ne? Bei Darmstadt gegen Union finde ich, also da hat sich Darmstadt für mich. Also als deutlich auch der stärkere Aufsteiger, aber eigentlich unheimlich stabil in Frankfurt im Derby 0-1 verloren. Aber da haben wir auch die Statistik noch ein bisschen gesehen. Da waren sie also kein Tor schlechter, was eben im Grunde die Markterwartung war und auch so meine Erwartung, also Markt sogar etwas mehr. Und da fand ich also Darmstadt, auf die würde ich jetzt unheimlich setzen. Natürlich hat Union gleich wieder 4-1, erste Minute und dann Hanno Behrens. Und so weiter. Und das war eben, oder heißt ja so, ja, ich denke mal. Aber jedenfalls, das eben gleich bei Union und ja, das wieder da angeknüpft hat. Aber es war eben auch ein Heimspiel. Also da würde ich sagen, na, und nach, ja, gleichen Tor früh. Und dann hat der Mainzer ja zwei Elfmeter. Und da hätte also auch nochmal alles ein bisschen anders kommen können. Naja, so würde ich sagen, jetzt ist ein bisschen übertrieben jetzt auch bei Union. Und Darmstadt bin ich vollkommen mit einverstanden gewesen von der Leistung her. Also lassen wir das mal bei 1x. Bei Gladbach gegen Leverkusen würde ich jetzt sagen, wird natürlich Leverkusen ein bisschen gehypt jetzt durch dieses 3-2, aber auch die guten Neuverpflichtungen, wo man jetzt nichts, überhaupt nichts Negatives dran sehen will. Und Gladbach eben würde man sagen, ja, war ja doch wieder wie letzte Saison und sogar eine 2-Tore-Führung da aus der Hand gegeben und noch fast verloren. Letzte Minuten Ausgleich. Aber würde ich jetzt auch nicht hier halt übertrieben schlecht bewerten. Ne? Klar, Derby ist halt vielleicht und die Indikation ist auch nicht jetzt haushoch. Aber ich finde den Leverkusen Kurs da einfach ein bisschen zu klein. Ne? Gut, und bei Mainz gegen Frankfurt, also da bin ich jetzt natürlich auch wirklich ein bisschen unsicher, zumal ich Mainz auch nicht als meine Mannschaft habe und Frankfurt mir auch wirklich gut gefallen hat. Also auch mit den Neuverpflichtungen, aber auch jetzt kann man sagen, Götze ist im richtigen Alter, im richtigen Club und so. Und auch der Muani natürlich, ja, und hat wieder das Tor gemacht und so. Und da sind also mir viele Spieler ein bisschen unheimlich. Auch jetzt, wie gesagt, mit den Verpflichtungen, aber Lindström und ich vermeide ja gerne Namen auszusprechen. Aber so, also würde ich sagen, da bin ich am wenigsten sicher, zumal das eben auch ein Derby ist. Also da jetzt die Heimmannschaft und die Heimmannschaft hat ja halt 1-4 verloren. Aber Mainz finde ich jetzt auch natürlich, hat da definitiv zu schlecht abgeschnitten und so. Aber hier jetzt zu behaupten, dass Mainz eigentlich auf Augenhöhe ist, dass es sozusagen ein normaler Heimvorteil ist, das ist jetzt für mich auch relativ schwer aufrechtzuerhalten. Ne? Also da würde ich eher sagen, der Tipp ist sehr wackelig. Also hier würde ich meinen eigenen Zahlen nicht ganz vertrauen. Als ich bei Bayern meinen eigenen Kurs gesehen habe, 1,17, da dachte ich, naja, wie klein soll denn der Markt sein? Und dann sehe ich eine 1,08. Also hier hätten wir auch wieder eine Indikation auf X2. Ich würde sagen, Augsburg hat sich auch in den Spielen bei Bayern oftmals also sehr widerstandsfähig gezeigt und kann ich ihnen ja auch zutrauen. Das 4-0 bei Bayern wird auch wieder ein bisschen zu hoch gehängt, ne, weil so gleich nach 4 Minuten läuft ihm einer durch und so. Und dann war es ja eine Weile lang auch nicht so überragend. Jetzt Harry Kane wird auch für mich jetzt ein bisschen zu sehr da auch also positiv bewertet. Das ist ja reines Wohlwollen. Also hier würde ich sagen, eigentlich müsste man X2, aber ich habe jetzt da so Dresche gekriegt und dann hat man eben auch ja, für diese extrem hohen Kurse mit den sehr kleinen Wahrscheinlichkeiten, aber hohe Auszahlung, ja, da muss man vielleicht auch ja, irgendwann mal springen und dann kommt es mal. Aber keine Ahnung, habe ich jetzt natürlich auch keinen Mut. Also wir hätten eigentlich bei allen 9 Spielen was. Also bei Köln, Wolfsburg würde ich sagen, müsste man eigentlich Wolfsburg nehmen. Bei Bochum, Dortmund, also müsste man eigentlich noch Bochum dazu nehmen. Und bei Bayern, Augsburg müsste man eigentlich auch Augsburg noch dazu nehmen.
Gut, ich habe jetzt trotzdem nur die ausgewählt. Und jetzt haben wir eben die Goal-Lines hier, die ja jetzt natürlich auch, dann habe ich halt zwei Under gehabt, da sind die Tore gefallen. Und bei dem einen Over bei Wolfsburg ist es noch nicht mal gekommen. Und auch bei Dortmund natürlich überhaupt nicht. Und naja, also das war ja nun auch das absolute Desaster, jetzt hier zu sagen, jetzt wir schauen hier positiv und da kommen die Tore. Es sind ja viele Tore gefallen, 34, glaube ich, also fast 4 pro Spiel oder 3,8 oder so, ne? Aber 3,788 oder 3,79. Gut, aber jedenfalls, ja, bei Leipzig-Stuttgart. Also wir hatten jeweils 5 Tore. Wir haben eine Indikation. Ich habe eine leichte höhere Überlegenheit, was aber jetzt auch nicht gegen Over unbedingt sprechen würde. Also Stuttgart hier jetzt also sich da zurückzieht oder so, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Tabellenführer, keine Ahnung. Aber jedenfalls würde ich das Over hier halt nehmen. Bei Darmstadt gegen Union, ich meine, Union habe ich jetzt das Erfolgserlebnis gehabt mit dem Over. Natürlich war Darmstadt überhaupt kein Over jetzt, weil es eben auch nur 0-1, aber ich finde schon, die haben da auch in die Richtung, also schon positiv agiert. Und hier erwarte ich jetzt auf keinen Fall dann etwa ein Mauerspiel oder sonst was. Warum sollte das sein? Ne? Gut, wir können auch über die anderen sprechen, aber wir haben eben nur diese Indikation. Mainz gegen Frankfurt, da hat eben der Markt jetzt sozusagen noch nicht besonders reagiert, weil Mainz gab es eben die 5 Tore, bei Frankfurt nur das eine, finde ich aber auch okay, aber das war eher ein anderes Spiel, das haben wir auch an den Statistiken gesehen, aber gut, das war dann halt ein spezielles Spiel, keine Ahnung. Also wie gesagt, wir haben diese drei Indikationen, die habe ich jetzt eben rausgeschrieben, bei Freiburg gegen Werder passt das sozusagen gar nicht, also also da sind wir genau in der Mitte, ich glaube, wir hatten hier noch ein paar andere Indikationen, ne? Aber nicht bei Köln gegen Wolfsburg, Over Under 2,20, Mark 2,15, bei Bochum gegen Dortmund. Da hätten wir eine leichte Under-Indikation mit 3,24, was ich da gesehen habe, von 2,95. Naja, da kann man ja nicht vom Stuhl hüpfen, also vor Begeisterung. Also da ein Under jetzt zu wählen, keine Ahnung. Aber Dortmund hat ja nun mal Under gespielt, aber Bochum war so durchlässig. Naja, gut. Bei Heidenheim gegen Hoffenheim haben wir eine ganz, ganz hauchdünne Under-Indikation. Ja, warum? Weil Heidenheim da Under gespielt hat, keine Ahnung. Bei Gladbach gegen Leverkusen haben wir auch eine andere Indikation, 2,35 und 2,59. Naja, da hatten wir 8 Tore, da 5. Ja, wer hätte dann Lust, ne? Überhaupt nicht jetzt, naja. Und bei Bayern gegen Augsburg hätten wir das übliche Under, aber nicht mal deutlich. Jetzt 4,73 von 4,51 würden wir also auch lieber weglassen, ne? Und jetzt habe ich nochmal die Tipps zusammengefasst. Also wie gesagt, wenn ich jetzt nachher argumentiere wieder, wenn die drei kommen, die wir nicht genommen haben und die anderen 6 daneben gehen, keine Ahnung, was ich dann wieder sagen sollte. Man kann sich dann immer alles irgendwie schön reden oder nochmal argumentieren. Das sind halt die 6, die ich jetzt rausgepickt habe. Wir haben eben überall einen Vorteil und auch eine gewisse Begründung dafür, das zu tun, die ich angegeben habe. Und ja, also das sind eben auch, sagen wir mal, vernünftige Margins hier zwischen, die nach meiner Einschätzung jetzt auch marktseitig so ein bisschen zu sehr auf die Überinterpretation dieses einen Spieltags, also darauf das beruht. Ne? Und da würden wir halt sagen, nee, nee, warte mal, da kommt das zweite Spiel und dann sieht schon wieder alles ein bisschen anders aus. Ne? Die drei Over sind hier halt notiert. Ich sehe jetzt natürlich kein Problem, nachdem viele Spieler Over waren, 7 von 9, dass man jetzt Over auswählt, aber die anderen sind ja gestrichen. Keine Ahnung, wie es dann jetzt verläuft, das werden wir natürlich dann eben sehen. So, jetzt habe ich das alles hier zusammengefasst, so gut wie ich konnte und so kurz wie ich konnte und natürlich im Sinne von, ja, also möglichst gut ausgewählt, so gut wie es eben möglich war und dass es immer ein Zusammenspiel ist zwischen diesen Zahlen und also diese Intuition oder sowas, wo man jetzt sagt, ja, wie kommst du denn da auf den Over und wie kommst du denn da auf das oder so? Ja, das liegt eben immer auch an den Zahlen. Also wenn man jetzt mich fragt, was ich glaube, Mainz gegen Frankfurt zum Beispiel oder so, würde ich sagen, ja, Frankfurt hat mich schon mich zu sehr beeindruckt. Aber der Markt reflektiert das ja noch mehr halt. Ne? Dann muss ich eben trotzdem mich irgendwann auf eine Wahrscheinlichkeit festlegen und sage ich, naja, für den Kurs muss ich dann eben Mainz nehmen. Ne? So ist es halt immer so ein bisschen Zusammenspiel, Zahlen und Intuition, die eben dann trotzdem, naja, wenn man irgendwann eine Wahrscheinlichkeit festlegen muss, ja, dann ist halt die Frage, inwieweit man die Intuition dann noch das overrulen lässt, ne? Dass man sagt, das kommt 50%, ja, dann mache ich mal 60 draus und dann muss ich es nicht mehr spielen oder so, ne? Das wäre dann halt ein bisschen zu viel. Okay, also so ist es halt, wie ich es jetzt gemacht habe und ihr seht das und ich danke euch für die noch immer reichlichen Followers und
Views und was auch immer. Und hier auch bei Twitch bin ich ja jetzt wieder aktiv, könnt ihr also auch wieder vorbeischauen. Ciao, wir sehen uns.